A3.2 bestimmt sich rechnerisch das Volumen V des Rotationskörpers. Der Rotationskörper selber ist das, was hier so fett markiert ist. So sieht der Körper aus. Davon muss man das Volumen bestimmen. Volumen ist ein bisschen einfacher wie Oberfläche, weil man braucht sich eigentlich nur die Körper raussuchen, die hier in dieser Zeichnung vorhanden sind und addieren oder subtrahieren. Da geben uns diese ganze gestrichelten Linie schon mal Hilfe, was wie zusammengestöpselt wird. Also, wie kriege ich jetzt den Körper zusammen? Na gut, als erstes könnte ich sagen, ich nehme hier diesen großen Kegel. Sieht man vielleicht schon, Teile davon sind gestrichelt. Ja, warum? Weil es nichts anderes ist als der große Kegel und hier oben wird der kleine Kegel abgeschnitten. Ja, dann bleibt dieser Kegelstumpf hier übrig. Kegelstumpf ist immer großer Kegel minus kleiner Kegel. So, und was kommt jetzt noch dazu? Wenn ich hier so ein Rechteck habe und es anfängt zu rotieren, haben wir oben ja die Rotationsachse sichtbar, dann wird daraus ein Zylinder. Also lässt sich die Volumenformel der gesamten Figur ganz einfach angeben, indem es sagt, V ist gleich Volumen des großen Kegels minus Volumen des kleinen Kegels plus Volumen des Zylinders. So, jetzt muss man diese drei Dinge einfach nur noch abklappern. Volumen großer Kegel. Schritt 1, man sucht sich natürlich die Volumenformel von einem Kegel. Finden wir in der Formelsammlung, richtige Seite aufschlagen, dann steht dort, Volumen ist gleich ein Drittel mal Pi mal, ja, ein Drittel mal Grundseite mal Höhe. Die Grundseite ist ein Kreis, also Pi r Quadrat und die Höhe, ja, bleibt also. Also ein Drittel mal Pi mal Radius zum Quadrat. Pi habe ich schon dastehen, Radius ist die Strecke AM, also gilt hier für den großen Kegel. Ein Drittel mal Pi mal AM Quadrat und jetzt noch die Höhe vom großen Kegel. Ja, sehen wir, glaube ich, sofort, das ist die Strecke MS. Die kennen wir schon aus der vorherigen Aufgabe. Das waren 73,2 cm. Ich schreibe es jetzt allgemein. So, das ist das Volumen des großen Kegels. Setze ich die bekannten Größen ein. Ein Drittel mal Pi mal AM steht in der Aufgabe oben drin. In der Angabe sind 21 cm, also 21 Quadrat mal MS. Und die habe ich gerade genannt mit 73,2 cm. So, Taschenrechner eingeben, ausrechnen sind ca. 33.804,8 Kubikzentimeter. Ja, auf eine Nachkommastelle runden. Volumen des kleinen Kegels, gleiche Volumenformel, ein Drittel mal Grundfläche, die Grundfläche ist diesmal Pi r Quadrat, also Radius zum Quadrat, da haben wir hier die Strecke HO zum Quadrat. Und die Höhe ist hier die Strecke SO. Einsetzen, was bekannt ist, ein Drittel mal Pi mal, so, HO. Die Strecke HO ist nichts anderes als die Hälfte der Strecke HC und HC mussten wir in der vorherigen Aufgabe ausrechnen. HC sind 19 cm, also ist HO 9,5 cm mal SO und SO haben wir auch in der vorherigen Aufgabe gerechnet. Wie viel waren das nochmal? Schauen wir schnell nach. SO sind 33,2 cm, hier haben wir stehen. Wieder einen Taschenrechner eintippen, ausrechnen und dann müsste ein Wert von 3137,7 Kubikzentimeter rauskommen. Zum Schluss brauchen wir noch den Zylinder. Auch da wieder Formel zusammennehmen, Volumenformel nachschlagen und da haben wir Grundfläche mal Höhe, also Pi mal Radius zum Quadrat. Radius vom Zylinder ist die Strecke GO, also GO Quadrat, mal die Höhe ist hier die Strecke FG, kann man hier als Höhe nehmen. Einsetzen, Pi mal GO, GO ist die gleiche Länge wie AM, steht auch in der Angabe mit 21 cm. Schreibe etwas genauer, 21 zum Quadrat und die Höhe ist mal 5. Ausrechnen,
ergibt einen Wert von ungefähr 6.927,2 Kubikzentimeter. So, und letzte Aufgabe ist noch, die drei Zahlen zusammenzurechnen. Also V ist gleich, jetzt brauche ich die O-Pronomen, 33.804,8 plus 3.137,7 plus 6, Moment, der wird abgezogen, nicht vergessen, aber der letzte wird nochmal addiert, plus 6.927,2. Das wieder in den Taschenrechner eintippen und das müsste dann eine Größe von 37.594,3 Kubikzentimeter ergeben.